Gourdon in den Meide-Pyrenäen bezeichnet sich selbst als mittelalterliche Stadt. Tatsächlich ist der Stadtkern eine Reise in die Vergangenheit. Mittelalterliche Gebäude und Mauern. Der Stellplatz ist vom Stadtkern nur wenige Minuten entfernt. Für Fahrzeuge mit Tanks nur bedingt geeignet, bekommt man hier Wasser und Strom. Wasser- und Stromanschluss befinden sich jeweils neben jedem Stellplatz und kosten jeweils 1 Euro. Für 1 Euro bekommt man 1 Stunde Strom. Dies ist im Vergleich zu vielen anderen Stellplätzen noch ein geringer Preis. Der Stellplatz ist ruhig. Auffahrkeile sind sehr zu empfehlen. In der Stadtmitte findet man Saint-Pierre, die mittelalterliche Kirche von Gourdon. Unsere Aufnahmen entstanden während des sonntäglichen Gottesdienstes. Leider sind die Lichtverhältnisse sonst nicht für Aufnahmen geeignet. Neben der Kirche führt eine Treppe auf den höchsten Punkt des Ortes. Von hier hat man einen 360-Grad-Panorama-Rundblick. Ein wirklich bemerkenswerter Ausblick, den man unbedingt genießen sollte. Das Office de Tourisme hält Informationen für einen ausführlichen Stadtrundgang in verschiedenen Sprachen bereit. An den Gebäuden selbst findet man Informationen in Französisch und Englisch. Nicht alle schönen Dinge befinden sich im unmittelbaren Sichtfeld. Manchmal muss man seinen Blick nach oben wenden, um etwas zu entdecken. Wandelt man etwas abseits der touristischen Wege, dann findet man Büchertauschboxen. Diese sind in der ganzen Stadt an unterschiedlichen Orten zu finden. Man findet hier Bücher in Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch. Ebenfalls findet man im Ort überall Boxen mit Plastiktüten, um die Stadt sauber zu halten. Weiter findet man eine ehemalige Baptistenkirche, welche heute für Kunstausstellungen genutzt wird. Der Eintritt ist in der Regel frei. Alleine das Gebäude ist einen Besuch wert. Für Kunstliebhaber und kulturell Interessierte ein weiterer Grund, hier vorbeizuschauen. Wer gerne läuft, sollte unbedingt einen Abstecher zur Chapelle Notre-Dame des Neiges machen. Diese kleine, sehenswerte Kapelle wurde leider dem Verfall preisgegeben. Was eigentlich sehr schade ist, da man hier noch wirkliche handwerkliche Kunst alter Meister entdecken kann. Wen schließlich der Hunger packt, kann in einem der Restaurants Einkehr halten. Regionale Spezialitäten sollte man hier unbedingt probieren. Danach sollte die Entdeckungstour unbedingt weitergehen.